Ja, die Prinz-Heinrich-Fahrten, deren wir also neben dem 150. Geburtstag des Prinzen heute hier gedenken, die Prinz-Heinrich-Fahrten fanden von 1908 bis 1910 statt, waren drei Wettbewerbsfahrten für Tourenwagen, waren nicht Rennwagen-Wettbewerbe, sondern für Tourenwagen. Die Idee des Prinzen war dahinter, die Entwicklung des normalen Tourenwagens für den Normalverbraucher eben zu fördern. Prinz Heinrich war also ein ganz leidenschaftlicher Autofahrer. Er hat 1902 das erste Mal in Amerika Kontakt zu den Autos bekommen, bis dahin also immer nur natürlich gehört und so. Und hat sein erstes Auto, das war ein amerikanisches Dampfmobil, hat er auf der Reise 1902 nach Amerika bestellt. Das ist ihm dann hierher per Schiff angeliefert worden und er hat seine ersten Fahrversuche gemacht, indem er also von Hamburg das Auto hierher überführt hat. Auf seine Idee, und er hat ja dafür auch ein Patent bekommen, geht hier auch der Scheibenwischer zurück, den er also um 1908 entwickelt hat. Und es gab da auch verschiedene Weiterentwicklungen. Er hat insgesamt drei Patente auf einen Scheibenwischer bekommen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Prinz Heinrich das Opel-Auge erfunden hat, konstruiert hat und er hat den Scheibenwischer erfunden. Ich denke mal, schon alleine für die Regionen ist es unheimlich wichtig, dass man sich wieder mit der Geschichte beschäftigt. Weil viele haben mal was vom Prinzen Heinrich gehört und wissen auch, dass es ein preußischer Prinz war. Aber dass er eben eigentlich hier in Schleswig-Holstein lebte seit seinem 18. Lebensjahr, ist auch sicherlich ganz gut, wenn wir alle mal wieder geweckt werden, selbst wir als Familie. Ich glaube, dass mein Großvater sich mit Prinz Heinrich recht gut verstanden hat. Sie sind beide gern sehr schnell gefahren. Und ich muss sagen, er hatte das Vergnügen, bei dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und Großvater hatte ja das Pech, 1909 bei der Prinz-Heinrich-Fahrt mit seinem ersten Benzinauto, nämlich dem Meyer, nicht gut abzuschneiden. Das war so böse auf sich selbst, dass er gar nicht zur Preisverderbung ging. Ich kannte diese Gegend hier oben gar nicht und das hat mich sehr überrascht, dass das hier so schön ist. Landschaftlich hier im Norden, so wie in England, so leicht hügelig und schöne kleine Sträßchen. Und es ist für die Autos wunderschön, da zu fahren. Also die Fahrzeuge, die hier mitfahren, spiegeln einen Großteil der damals zu Prinz Heinrichs Zeiten verfügbaren Fahrzeugkategorie wieder. Es ist nichts Besonderes geplant, hier außer anderen Menschen eine Freude zu machen. Ich meine, wo sieht man sowas zusammen? Und ich hoffe, dass genügend Werbung war, dass Leute an der Straße stehen und sich sowas ansehen. Denn es kostet ja auch Geld, sowas auf die Straße zu bringen, zu haben, zu pflegen und den Menschen zu zeigen. Und das sehen wir als Aufgabe, sowas eben auch zu machen. Was uns reizt, ist an sich, dass wir Fahrzeuge hier finden, die eben in der älteren Generation sind, dass wir aus dem Grunde nicht immer gejagt werden. Es sind zwar schnelle Fahrzeuge hier dabei, aber wichtig ist ja, dass wir vernünftig, langsam und gesittet durch die Landschaft fahren. Ja, wir sind heute leider nicht so sehr viel gefahren, aber ich denke, viele Autos, die hier im Feld sind, können gar nicht mehr fahren. Das sind ja welche noch von Anfang 1901, 1902 dabei und ich glaube, drei sind auch ausgefallen, was ich gehört habe. Ein guter Freund von uns hat uns abgeschleppt mit seinem Benz von 1912, glaube ich, ist das. Ja, das geht auch. Also ich finde es total schön, mal nur mit Vorkriegsfahrzeugen unterwegs zu sein, denn
Ansonsten, wenn normale Oldtimer dabei sind oder gar Youngtimer dabei sind, ist zwar auch schön, aber das ist halt auch was anderes, nur mit Vorkriegsfahrzeugen. Die Technik ist eine unheimliche Herausforderung und macht unglaublichen Spaß, mit den Getrieben und mit der Technik umzugehen. Und da kann man sich immer wieder aufs Neue begeistern. Es ist ein wunderbares Feld, ein wunderbares Teilnehmerfeld und es zeigt die automobile Entwicklung der frühen Jahre bis in die 20er Jahre hinein. Tolle Sache. Kompliment im Übrigen auch an die Organisation. Die haben das sehr, sehr schön gemacht und haben es geschafft, ein wirklich herausragendes Feld hier zusammenzubringen.